Hallo und schön. Seit nunmehr 10 Monaten gibt es die deutsche Stimme in bewegten Bildern. Als am 27. März die erste Ausgabe von DSTV auf Sendung ging, konnte niemand ahnen, dass das neue Format so gut ankommen wird. Nicht nur die Verbreitung im Internet und in den sozialen Netzwerken nimmt zunehmend an Fahrt auf. Auch auf die Zahlen der Druckausgabe hat sich DSTV positiv ausgewirkt. Untrennbar mit diesem Erfolg verbunden ist unsere Moderatorin Emma Stabel, die DSTV ein attraktives und sympathisches Gesicht verleiht. Sie hat für uns einmal die Rolle getauscht und steht in dieser 35. Sendung selbst Rede und Antwort. Tja, Emma, diesmal stellst du ausnahmsweise nicht die Fragen, sondern wirst ausgefragt. Eine ungewohnte Rolle, aber ich denke, das bekommen wir hin. Dann erzähl uns doch gleich mal, wie du Moderatorin von DSTV geworden bist. Das dürfte viele Zuschauer interessieren. Hast du vorher schon mal bei Film oder Fernsehen gearbeitet? Nee, überhaupt nicht. Das war absolutes Neuland für mich. Aber um die Frage zu beantworten, muss ich erst mal etwas ausholen. Ich habe mich schon sehr früh mit politischen Fragen auseinandergesetzt und bin schließlich über Umwege zur nationalen Bewegung gelangt. Ausschlaggebend war, dass ich dem zunehmenden Verfall unserer Kultur und unserer traditionellen Werte nicht mehr tatenlos zusehen wollte. Auf einer Veranstaltung habe ich dann den frisch gewählten Parteivorsitzenden Frank Franz kennengelernt, der mich irgendwann fragte, ob ich nicht bei einem neuen Medienprojekt der Deutschen Stimme mitarbeiten wolle. Nach etwas Bedenkzeit habe ich dann die ersten Probeaufnahmen gemacht und so wurde ich schließlich dann auch Moderatorin von DSTV. Mittlerweile bist du ja sehr gut in deine Rolle hineingewachsen und hast sogar schon sowas wie einen kleinen Prominentenstatus. Naja, wollen wir mal nicht übertreiben. Aber ich werde durchaus öfter bei Veranstaltungen oder auch auf der Straße angesprochen. Meistens freundlich. Mein positivstes Erlebnis war, dass mir ein älterer Herr von 82 Jahren erzählte, er sei einem Kundgebungsaufruf der NPD gefolgt, um mit Emma Stabel gemeinsam Seite an Seite gegen die Asylflut zu demonstrieren. Solche Begebenheiten bestärken mich in meiner Überzeugung, mit der Präsentation von DSTV eine gute und wichtige Aufgabe zu erfüllen. Also ziehst du persönlich ein positives Fazit vom ersten Jahr DSTV? Auf jeden Fall. Ich möchte allerdings betonen, dass das Projekt ein Gemeinschaftswerk ist. Viele haben vielleicht gar keine Vorstellung davon, dass eine etwa 7-minütige Sendung stunden- ja tagelange Arbeit aller Beteiligten bedeutet. Von der Konzeption über die Redaktion bis zu den Aufnahmen und schließlich dem Schnitt. Wir alle sind, neudeutsch gesagt, inzwischen ein richtig gut eingespieltes Team geworden. Das ist auch etwas, was mir besonders gut gefällt bei der gemeinsamen Arbeit. Die Inhalte werden in der Regel gemeinsam festgelegt und selbstverständlich bringe auch ich mich da voll und ganz ein. Ein ausführliches Interview mit Emma Stabel findet man übrigens in der Januar-Ausgabe der Deutschen Stimme, die man sich am Kiosk oder mit unserem Probeabo-Angebot sichern kann. Emma war so freundlich, uns einmal die 3 erfolgreichsten Sendungen von DSTV in diesem Jahr zu präsentieren. Unser absoluter Quotenhit mit rund 200.000 Aufrufen bei Facebook und YouTube ist der Film über Heidenau. DSTV hat sich vor Ort selbst ein Bild über die damaligen Auseinandersetzungen vor dem Asylbewerberheim gemacht und dabei auch Augenzeugen befragt. Es stellte sich wie erwartet heraus, dass sich das alles noch etwas anders zugetragen hat, als es in den Medien verbreitet wurde. Vor allem ist klar geworden, dass die Ausschreitungen nichts mit der vorangegangenen NPD-Demo zu tun hatten. Zu Recht hat diese Sendung von Anfang September die höchsten Klickzahlen. Mit gut 100.000 Aufrufen folgt unsere Sendung über die Zeltstadt in Dresden auf Platz 2. Das im Juli 2015 errichtete Lager war so etwas wie ein Vorbote der Asylflut, die nun auf uns zugerollt ist. Für entsprechende Verärgerung haben die Zustände in der über Nacht hochgezogenen Zeltstadt gesorgt. Wir haben diese Zustände dokumentiert und damit schon frühzeitig auf Probleme hingewiesen, die nun offenkundig sind. Auf dem 3. Platz folgt mit insgesamt etwa 90.000 Aufrufen ein Film zum Asylthema, nämlich unser Faktencheck. Ich denke, dass dieses Format so beliebt bei den Zuschauern ist, weil hier in knapper und prägnanter Form beliebte Behauptungen der Asyllobby mit Fakten widerlegt werden. Genau das haben wir uns ja auch zur Aufgabe gestellt, den Lügen der etablierten Medien und Politiker wahrheitsgetreue Informationen entgegenzusetzen. Eine würdige Bronzemedaille für unseren Faktencheck Asyl. Wir wollen unser journalistisches Angebot 2016 ausweiten und noch attraktiver gestalten, etwa durch aktuelle Reportagen in Deutschland und auf europäischer Ebene. Unter anderem ist eine Direktberichterstattung vom NPD-Verbotsverfahren in Karlsruhe geplant. Ein größerer Aufwand bedeutet aber auch einen erhöhten Einsatz von Finanzmitteln. Wir bitten Sie daher recht herzlich um eine Sonderspende für den Ausbau von DSTV im kommenden Jahr. Unsere Bankverbindung blenden wir am Ende der Sendung ein.
Die STV kann nur mit ihrer Hilfe weiter vorankommen und ein Gegengewicht zum Kartell der Mainstream-Medien bilden.